Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Und ja, ihr glaubt es nicht, ich bin natürlich wieder im Drachengrab. Aber wir sind jetzt nicht mehr auf die Flammengeisterjagd, sondern auf Mini-Boss-Jagd. Die Mini-Bosse, die bossen wir weg wie die Boss-Hoss. Auch wenn die nichts miteinander zu tun haben. Die Hand, die hat mir schon Hilfe angeboten. Ich bin mal am Überlegen, ich werde noch ein paar Folgen alleine machen. Dann hole ich sie vielleicht dazu. Einfach nur, weil es dann schneller geht und ich euch nicht die ganze Zeit hier aufhalten will. Auch wenn wir gut zurechtkommen, also man sieht, selbst wenn man es alleine machen muss als Jäger, klar mit Ammo getrickst, aber es geht, es ist machbar. Und ich bin mir sicher, also weil der Magmaton selbst ist jetzt nicht so das Problem, ehrlich gesagt, den würden wir dann auch ohne Ammo hinbekommen. Man muss halt nur den Trick, den ich jetzt hier anwende, mit einer T3-Rolle und so weiter und so fort, durch die Gegend rennen. Dann funktioniert er auch ohne Ammo. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Das heißt, das war ein bisschen, naja, fast verschwendet. Kann man fast so sagen. Das Schlimmste ist immer das Hinterkommen. Aber das kriegen wir hin, mittlerweile. Mein Ziel ist es ja, pro Folge 2 Möpse zu hauen. 15 brauchen wir. Das heißt, wir haben 2 Stück. Das heißt, wir brauchen, ja, 15, also 16, 8 Folgen ungefähr. Dann hätte man das, wenn man es alleine macht. Hab natürlich vor, das nicht immer komplett alleine zu machen. Ich will nur den Schlüssel da haben. Dankeschön. Aber es geht. Es geht. So. Heißt natürlich auch mal, dass wir wieder mal ein schönes Event in Anführungsstrichen haben, weil das mal was anderes ist. Jetzt weniger, weil wir im Drachengrab umeiern, weil das machen wir ja schon die ganze Zeit. Aber ich sag mal so, das ist wieder mal etwas, was sich nicht jeder getraut. Und vielleicht genau deswegen nichts Schlechtes, finde ich, weil, man soll da auch zeigen, was geht und was nicht. Und ich sag mal so, ich bin jetzt nicht der große, CS-Nutzer. Hab jetzt zwar für Haufen Klamotten drauf, aber die habe ich ja geschenkt bekommen, wisst ihr ja. Und, die Ammos, die selbst, die waren ja auch von Gamigo direkt geschenkt bekommen, über Event oder über die, den Beutel da. Anders habe ich den ja nicht bekommen. Und, was will man mehr? Wupp, fallen wir um, Lerpa. Fällt nicht um. Sauerei mache ich jetzt so. So. Und, achso, erstmal mache ich. So. Schreiben. Dann kann sie ja vorbeikommen. Hihi. Aber wie gesagt, erstmal will ich zeigen, und zwar einige Folgen, dass das auch so geht. Und was ich meine mit, der ist eigentlich ganz leicht, werdet ihr dann gleich sehen, sobald wir soweit sind. Weil, zumindest bei dem geht's. Bei den anderen Zwischenbossen bin ich mir jetzt nicht so sicher. Das werden wir zwar auch hinbekommen irgendwie. Solange die hier nicht stunnen, das ist, glaube ich, das Kritischste. Und die Magmatons, also ich weiß nicht, welche Quest 3, welcher Miniboss das dann wieder ist. Der Magmaton ist ja noch relativ einfach. Obwohl wir beim ersten Mal, als ich das versucht habe, an dem eiskalt gescheitert sind. Muss man ja so sagen, wie es ist. Aber das lag halt auch daran, weil ich glaube, bei ihm drin im Gefieder rumgerannt bin. Und dann kamen seine Mobspawns und seine Möpse allgemein. Bin halt nicht weggerannt, hatte keine T3-Rolle auf. T3-Sprint meine ich damit. Damit hat er mich auch oft genug gehauen. Wie gesagt, ich hatte keine so großen, ich weiß nicht, welche Rollen ich drauf hatte. Rollen werde ich schon genug haben, aber ich habe hier bestimmt keine hier, keinen Schutz mehr drauf gehabt. Kleinvieh macht bekanntermaßen auch Mist. Ach so, Trank der Macht habe ich ja auch drauf. Und HP-Verlängerer, aber alles Zeugs, was ich, wie gesagt, so im Inventar irgendwo, irgendwie, irgendwann mal bekommen habe. Ich weiß nur nicht mehr wann. Wichtig ist jetzt, ich habe auch vieles davon halt jetzt loswerden können und mein Inventar wird etwas freier, juhu! Mit etwas meine ich natürlich jetzt nicht so extrem viel. So, wir holen uns mal die Möpse da hinten, bevor ich die Kiste aufmache. Könnt ihr ja mal vorgiften hier. So, und so, und so. Und jetzt können wir die Kiste aufmachen. So. Flupp. Oh, Lebenstrank. Juhu. Schlüssel nehmen wir natürlich auch mit. Schlüssel nehme ich mit. Danke. So. Und alles andere auch. Schön. Was will man mehr? Dann gehen wir mal zur Tür. Die dürften auch gleich tot sein. So, okay. Zwischenboss. Und wir sind bei 4 Minuten. Ja, das heißt, wir schaffen ungefähr einen oder 2 Minibosse pro Folge. Weil der muss ja jetzt erstmal noch ein bisschen runtergehauen werden. Das ist gut. Also komme ich so mit meiner Zielrichtung schon klar, meine Zählweise. So, das ist gut, das ist wichtig.
So kann ich ungefähr rechnen, wie viele Folgen ich brauche und was ich zu machen habe. Und ihr seht schon hier, wie gesagt, wirklich Schaden kriege ich nicht. Das heißt, mit dem Wegrennen, ja, das bisschen, wo ich mal verhauen werde, okay. Im Notfall kann ich dem ja auch noch einen kleinen Stun reinballern. Das mache ich jetzt noch nicht. Mehr oder weniger absichtlich, weil ich, ja, siehst du, jetzt hat er mich mal gehauen. 1800. Sagen wir mal, 2000 hätte ich vielleicht bekommen ohne Amu. Oder 2200. Bei 4000 HP. Habe ja jetzt auch, wie gesagt, Verlängerung drauf. Wäre das auch gegangen. Es ist alles möglich. Das ist wichtig zu wissen. Alles ist möglich, wenn man das nur will. So. Jetzt sind wir hier hinten. Jetzt haue ich den mal einen Stun rein. Einfach nur, damit er stehen bleibt und mir keinen Schaden macht, während ich hier umkehre. Dann kann ich noch mal einen Kraftschuss reinballern. Komm, hier. Da bin ich gar nicht so. Da bin ich recht freigiebig. Kraftschuss muss auch mal sein. So, und dann können wir dahinter laufen. Laufen. So, dann spawnt er seine Karawane, die mir, ja, am Hintern vorbeigehen. Oh, wo kommt der denn her? Ein kleiner Neapar schleicht sich hier von hinten an. Ist ja niedlich. So. Also wieder stehen bleiben und so war aber nicht lang gestunt. So. Hier hat er wieder eine Karte fallen lassen. Ich weiß nicht, ob das schon wieder eine Schiller-Karte ist oder diesmal auch eine Mackenmaton-Karte. Mal gucken. Mhm. Schiller aus dem Tal, starkes Horn, schon wieder. Na dann eben so hier. So, registrieren. Ist ungefähr immer dieselbe Stelle, wo ich den umhaue. Oh, die ganzen Schlüssel, muss ich mal gucken, dass ich die auch loswerde. So viele Schlüssel brauche ich jetzt auch nicht. Aber, erstmal raus hier. Flupp. So. Jetzt, da wir draußen sind, in Gruppe einladen, hab, hier alles wieder in den Vordergrund holen, sonst sehe ich nämlich nichts. So, und wieder rein. Keine Müdigkeit vorschützen. Wir wollen ja fertig werden. Jo. Ach so, geht noch nicht, weil wegen... Hallo. Jetzt. Weil wegen war ja noch hier, ihr wisst schon was, ne? Wenn ich schon nicht weiß, ihr wisst sicher. So. Wir laufen jetzt auch hier ein bisschen hin und her. Muss ja nicht unnötig Tränke verschwenden hier. Flup. Weiß gar nicht, wie viele Tränke hatte ich mal? 45? Ja, ich dachte schon. Also ich habe schon ein paar Lebenstränke T5 verhauen. Macht aber nichts. Das ist ja durchaus erlaubt. So. Okay, die ersten Möpse fallen. Kruger fehlen halt noch. Wäre nett, wenn ihr auch mal umfallen würdet. Lelelelele. Okay, das wären die ersten. Kruger sind der schlimmsten. Und gut, die Nährpass machen auch einen fetten Schaden, muss man ja auch sagen. Aber... Die Kruger mag ich überhaupt nicht. Einfach wegen der Gefahr zum Stun, ne? Ist klar. So. Nummer 1 steht nicht mehr. Nummer 2 ebenso wenig. So, und schlupp. Lebenstrank, silberne Schlüssel lassen wir mal liegen. Habe ich ja noch genug einstecken. Sollen ja nicht unnötig viele werden. So, ne? Guckt mal her hier. Hallo zusammen. Einfach mal alle mitkommen. Hier, die Richtung ist die beste. Flop. Ordentlich Kritz landen wir auch. Was will man mehr? Wie schön da hier die Erde immer bebt. Und ja, alles sich durchkrittet. Manchmal, wenn kein Krit kommt, wird man das gar nicht so richtig gewöhnt. Es geht mir zumindest so. So. Und wie gesagt, jeder Krit bedeutet im Prinzip einen Schlag weniger, den ich landen muss. Oder zwei sogar teilweise. Flop. Und hier auch bitte. Noch ein Nerpa, komm her. Dankeschön. So. Damit wären wir schon fast wieder vorn. Läuft doch. Läuft doch bei uns. Und dann hätten wir 4 Stück, wenn wir den haben. Wobei das noch ein bisschen dauert, logischerweise. So. Einfach mal alles mitnehmen hier. Das heißt, einmal hier um den Kreis herum, in der Hoffnung, dass mich da nichts sein kann. Und dann einfach laufen. Können wir auch wieder rückwärts laufen. X-Selection hat sich den Titel Menschenfreund verdient. Herzlichen Glückwunsch. Freut mich für dich. So, gucken wir mal. Hier entlang. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen doof, weil ich eigentlich gesagt habe, ja, ich will das in Community-Aufnahme machen, aber, naja, ich meine, wenn es hingeht, wenn es geht, dann mache ich das halt allein. Muss halt auch mal sein. Muss halt auch mal sein. So, sind nur noch die Viecher.
Oh, Flammengeist wollte abhauen. Nicht mit mir hier. Nicht mit mir. Muss ich den ja extra hauen? Das will ich jetzt auch nicht. So. Anmeldung für Kindenquest Gordon A. hat begonnen. Ja, würde ich gerne auch nochmal machen wollen. Aber ich komme jetzt gerade nicht dazu. Und mit Amu und Gordon muss jetzt auch nicht unbedingt sein. So notwendig ist das jetzt nicht. Aber ich denke, wir werden schon auf jeden Fall nochmal Gordon gehen können. Sobald wir mal ausgehustet haben. Verdammt. Ja, ihr merkt schon, meine Erkältung ist immer noch da, aber ich sehe deutlich besser aus als vorher. Bekömmlicher Pilz, juhu. So, Schlüssel, nö. Haben immer noch genug. So, alte Kiste. Achso, die habe ich jetzt wieder vergessen, die Möpse. Wisst ihr was? Ist ja egal. So, Tür ist offen. So, komm her. Bossi ist mit da. Dann lassen wir den mal ein bisschen aufholen. Hauen erstmal die Möpse mit weg. Zwischen Boss 1 immer schnell mit anwählen, damit er mir nicht abhaut hier. So. Der ist ja eben. Also die Bosse sind meistens, ich weiß nicht, wer es weiß, aber die Bosse sind meistens ein bisschen schneller als die normalen Möpse. Insofern, holt er in der Regel immer auf. Ist nicht bei jedem übrigens so, aber bei den meisten Bossen. So. Da liegt übrigens schon wieder eine Karte. Wahrscheinlich sammle ich sie dann gleich hinterher wieder auf. Ich kenne mich doch. So, einmal so, einmal so, einmal so. Ja, ob die Kartoffeln jetzt weglaufen oder nicht, ist mir jetzt eigentlich auch Wurst. Oder regelrechte Rauchwurst. Wortspiel. So. Einmal stunnen und hier entlang. Oh, verdammt, der Mist. Wie kann der eigentlich meinen Stun aber ausbremsen? Das finde ich voll fies von dir. Junge. Wie kann der meinen Stun? Ich habe den gestunt und der Stun war so schnell weg, das habe ich nicht gedacht. So, naja. Müssten jetzt aber gleich die Karawane kommen. Oh, ich glaube, mein Handy brummt. Muss ich dann gleich mal gucken. Aber erst muss der hier weg. Erst muss der weg. Erst muss der weg. So. Ich kann jetzt gerade nicht. So. Weißt du was? Ich beende die Folge mal ein bisschen eher, sobald der Typ umgefallen ist hier. So. Okay. Und schnell Gruppe verlassen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Bis denn. Tschüss.